Julias Blog mit dir. Oh, den könnten wir uns for real reinziehen. Naja, da kommen die Views. Mit Julias Gameball Royal Vlog. Okay, let's go. Ich kann Mord machen, ich bin mehrfach vorbestraft. Ja, das passt doch, die anderen sind doch auch hier im Zeugenschutzprogramm. Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog hier. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Mir geht's offensichtlich. Ich bin dumm. Offensichtlich. Na, das ist im Flugzeug anmoderiert, das ist crazy. Leon, Harix, danke schön für die Subs. Morgen muss ich zum Probentag vom Gameball. Lauter. Ein Red Bull Völkerball Turnier, wo ich mitmache. Ich bin bei Revi im Team. Das bin ich. Keine Ahnung, wie ich mich dazu habe überreden lassen. Ich habe sie gegaslightet, ich habe sie unfassbar gegaslightet. Es tut mir leid, ich werde ein Statement dazu verfassen, Leute. Ich habe mein Team gegaslightet, bei mir zu spielen. Ich bin ein schrecklicher Mensch, privat bin ich absolut ekelhaft. Digga, Vlog kommt 10 Jahre zu spät. Ja, ist tatsächlich 1,5 Monate her und trotzdem macht das Ding 300.000 Aufrufe, ne? Das zu machen am Tag, wo ich aus New York zurückkomme. Also ich komme halt um 6 Uhr morgens an und um, ich glaube, 11 oder 12 muss ich zum Probentag. Und am nächsten Tag ist das Turnier mit Livestream, ich glaube auf Twitch, ich weiß gar nicht mal wo. Und muss den ganzen Tag so ein Völkerballturnier spielen und halt morgen bzw. in ein paar Stunden schon da auf diesem Feld stehen. Und dafür sollte man eigentlich ausgeschlafen sein, weil ich den ganzen Tag Sport mache. Ja, ich habe keine Sekunde gepennt. Ich kann absolut nicht schlafen. Und ich glaube, ich werde morgen bzw. heute bzw. gleich absolut am Arsch sein. Weil wenn es in New York 0 Uhr ist, landen wir. Das heißt, das wenn ist crazy. Ich das ist wirklich crazy. Anfangen würde zu schlafen nach meinem Rhythmus im Moment, dann landen wir und dann ist es in Deutschland 6 Uhr morgens. Das heißt, ich werde keinen Schlaf bekommen. 24 Stunden wach. Das wird geil. Ich wollte jetzt auch langsam mal hier raus, weil ich glaube, es müssen noch andere. Oh, da hat sie gerade gekackt. Habt ihr gehört, die Klospülung? Sie hat gekackt. Schon aufs Klo. Ich bin. Wünscht mir Glück, dass ich noch 2 Stündchen Schlaf bekomme. Ich fürchte aber, das wird nichts. Peace out. Zu meinem Platz. Jetzt wird hier auch noch Sour Patch gegessen, ey. So wird hier gar nicht mehr geschlafen. Ne? Das ist Top-Vorbereitung. Sie ist super fit. Sie ist super fit. Ich lebe noch, Leute. Ich lebe. Ich habe keine Minute geschlafen, aber ich lebe. Das ist so geistkrank, wirklich. Also Julias Schlafrhythmus und ihre Power ist unbeatable. Das ist crazy, wirklich. Ich kenne keinen Menschen, der so unfassbar gut gelaunt ist nach null Schlaf. Das ist krank. Ich glaube, im Flugzeug... Warum fliegt sie kein Privatjet? I guess, sie ist kein Arschloch. War zum Endeffekt... Naja, Koks halt, ne? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist einfach pure gute Laune und Leichtigkeit im Leben. Kriegt jetzt zusammengerechnet 2 Stunden Schlaf, also nicht mal... an einem Stück, sondern zusammengerechnet. Das heißt, ich laufe auf am seidenen Faden. Guck mal, Tim, danke schön. Auf der letzten Rille? Auf der keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Man merkt schon, heute ist auf nicht Zahnfleisch. So. Auf dem Zahnfleisch. Ich laufe auf dem Zahnfleisch. Nee. Gehe auf dem Zahnfleisch. Ich nage am Zahnfleisch. Ich gehe. Ich weiß nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Der letzte, ach Mann, egal, ist, ja, ich bin müde, okay. Aber wir fahren jetzt nach Düsseldorf gerade mit Anni. Julia darf nicht ohne Kindersitz fahren, das ist crazy. Das ist crazy. Aber ihr kennt Anni schon. Wir fahren jetzt nach Düsseldorf, weil wir jetzt zum Gameball Royale Event fahren. Ich habe euch, habe ich das erzählt? Ich glaube, ich habe das erzählt. Aber ich weiß gar nichts mehr. Ich habe gestern Nacht im Flugzeug angefangen zu filmen, in der Toilette. Ich erinnere mich an gar nichts mehr. Das ist der Jetlag. Ja. Du musst dir dann so dein eigenes Video. Ich hab's jetzt gesehen. Ja, ich hab's jetzt gesehen. Digga, what the fuck? Ja, Leute, ich hab mein Handy an die Scheibe geklebt, weil ich kein Navi hab. Mann. Hier in diesem Auto. Also zumindest kein Apple CarPlay, nur dieses normale Mini-Navi und das ist einfach Schrott. Damit kommen wir nämlich nie an. Das klingt nach einem Drogentreff, in Klammern, ich koche meine Nudeln in Spülmittel. Also, chatmäßig sind wir hier wieder voll am Arsch, sind wir wieder voll dabei, ne? Timmy, wenn du noch einmal fragst, ob man bei mir Praktikum machen kannst und Nightstage, wenn du noch einmal fragst, ob man mich mieten oder erwerben kann, dann raste ich hier aus, das reicht doch jetzt. Dankeschön für die 7 Monate, Lara. Ja, wir fahren nach Düsseldorf, wollte ich eigentlich sagen, heute ist nämlich Probentag für Gameball Royale. Das ist ja Völkerball. Wir haben gerade darüber schon geredet. Ich habe, glaube ich, in der... Wann hat man das so gespielt? 8., 9. Klasse? 10. Ja. Vielleicht das letzte Mal? Ja. Digga.
Danach auf jeden Fall nicht mehr. Also so bis Scheiß zur 10. Chat, Klasse habe ich immer Völkerball in der Schule gespielt und ich habe das auch geliebt. Ah, es heißt Dodgeball, ne? Völkerball sagen wir nicht mehr. Aber nur, weil ich lange stehen konnte. Also ich war immer eine der Letzten, die noch im Feld waren. Ah ja, sie hat delivered, sie hat delivered. Aber ich war so todesschlecht im Werfen. Zwei Felderball auch stark. Und ich glaube, das bin ich auch immer noch. Also ich werfe einfach viel zu langsam und viel zu schwach, sodass die Leute viel zu früh meinen Ball erkennen können und halt voll leicht ausweichen können. Weißt du, wenn du so richtig Kraft hast, dann kommt der so schnell, dass du halt nicht mehr ausweichen kannst. Aber meiner kommt sehr langsam. Also ich darf auf gar keinen Fall rausfliegen. Weil wenn ich rausfliege, dann komme ich auch nicht mehr. Guck mal, das ist halt die Psychose hier im Chat. Das ist halt wirklich das Ding, ne? Guck mal, Finn zum Beispiel, der ist hier Sub. So, vielleicht hat er ihn gegiftet bekommen, vielleicht hat er selber subscribed. Schreibt hier jemand, warum folgt ihr noch nicht? Bist der Beste. Und er schreibt, weil es scheiß Content ist. Der Typ sitzt hier im Tier 1, im Chat, ja? Und schaut sich das jedes Mal an, ist hier Sub. Also dann stimmt ja was mit dir nicht, Bro. Rein, weil ich das ist ja crazy, das ist ja crazy. Das hätte ich Remi vielleicht vorher sagen sollen, als er mich gefragt hat, ob ich in seinem Team sein will. Nee, ich habe schon selbst gesagt. Also du bist einfach nur extrem dumm, ja? Ja, jetzt hat er mich dabei. Ich feuer zur Not dann einfach von außen an. Hey Leute, was geht? Willkommen. Red Bull. Was für ein Wichser, der Typ. Game Boy Royale. Was hast du damit gemacht? Gezeigt, wie man das halten kann. Das ist eine Lüge. Game Boy Royale. Ich bin dumm. Hallo? Hallo? Hi. Gut. Kannst du aufhören, Werbung zu machen? Guck mal, ich bin beste Band. Das ist wirklich ich so schlimm. Mit meinen beiden Sponsoren. Das ist gut. Soll ich erklären, was wir hier machen? Nee, ich filme jetzt wieder mich selber. Okay. Das hat mir gereicht mit dir. So, ich bin heute hier erklären. Und wir spielen Dodgeball. Und Dodgeball? Mit einem Team. Oh, heißt das so? Ja. Dodgeball? Ich dachte Gameball. Gameball ist die Veranstaltung, Dodgeball ist der Sport. Heißt es wirklich Dodgeball? Das heißt Dodgeball. Cool. Und du bist bei mir im Team. Ich kenne das halt nur noch als gewinnen. Das, was man mir anscheinend nicht sagen darf. Das heißt, ich habe vorhin die ganze Zeit das gesagt, was man nicht sagen darf. Ich sag, oh, dann werde ich. Oh Gott, warum wurde da was. Wieso wurde da was gepiepst? Also, das ist alles piepen. Kannst du rausschneiden, dass ich gesagt habe? Ja. Gut. Immer wenn ich da piepen, wenn ich das. Auf jetzt! Was habe ich die ganze Zeit gesagt? Was habe ich da gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Hast du dir gedacht, mich mit ins Team zu holen, ohne zu wissen, ob ich das überhaupt kann oder nicht? Good looks. Danke. Aber jetzt musst du erstmal kurz überlegen, ob es ein Kompliment ist. Ja, ich musste kurz überlegen, ob ich das jetzt als positiv sehe oder nicht. Ist ja schon ein Kompliment dann. Ja? Ist schon ein Kompliment? Guck mal, da sieht man wieder Dilara, ne? Hauptsache im Video sein. Schade. Aber außerdem, was, zeig den Pokal. Gleich, Chat, gleich. Guck mal, gegen wen treten wir hier an? Also, guck mal, die zwei Jungs da hinten, beide, ja, der eine Ringer, der andere MMA-Kämpfer, so. Jetzt wäre der Moment gewesen, wie wir halt die Kamera drehen sollen. Mhm, okay. Da reichen gut Luft, ne? Genau. Das ist einfach der Charme, weißt du? Dann seid ihr komplett in diesem Frauenteam, ne? Es ist echt so, ich bin die einzige Frau in meinem Team und ihr seid vier, oder? Vier von acht. Ich hab vorher schon reingerufen. Ja. Hey, das ist gut, du darfst nochmal, Jungs. Die ist richtig geil. Die hat auch so eine krasse Qualität, die ist heftig. Nein, bitte. Schön, ne? Hat einfach so eine Windel an. Da ist so eine kleine Windelhose noch drin. Kennt ihr? Ja, die haben wir aber nur Julia gegeben, tatsächlich, diese Windelhose, weil wir Angst hatten, dass sie sich einstuhlt. Das ist schon ein paar Mal jetzt passiert. Und dann kam da vom Management der Hinweis, dass es vielleicht nicht verkehrt wäre, wenn man eine Windel in ihre Hose einnäht. Genau, deshalb, ja. Rote Haare, blaue Haare, ihr Gruftis. Ist das krank. Das von so Trikothosen? Hat sie reingeschissen? Nein, tatsächlich hat sie es diesmal geschafft, ohne. Die ganze Zeit wirklich von sie. Man sieht man das? Nicht wirklich. Ich hoffe, dir schaut niemand auf den Arsch. Doch, habe ich. Egal, sorry. Das hoffe ich allerdings auch. Hast kontrolliert? Ja, klar. Jetzt fotografiert. Ich bin dumm. Philipp, 187X187, danke. Noch einmal, zeig mal unsere Teampose. Nee, Daumen hoch. Oh ja, Daumen. Bitte. Bitte. Ja, komm, da filme ich nicht mehr, ist egal. Habe ich das gut gefilmt, Chat? Habe ich das gut gefilmt? Ist das gut? Ist stark, oder, Chat? Habe ich gut gemacht, ne? Jeden verfickten Tag gehe ich hier live. Lass mich beleidigen. Keiner subbt hier. Ist einfach nur beschissen. Wirklich, ihr seid einfach, also. Jeden Tag? Ja, Digga, dann halt nicht jeden Tag. Vielleicht mache ich mal 4 Tage Pause, okay?
Ich bin da dumm. Da gehen Sie, danke für den Tier 1, wie ein Designer, der er Arm hat. Joker Nausio, danke für den Prime, Seite super, zeigen. Sehr lieb, danke schön. Alle Schokoladenseiten. Ich musste alle Schokoladenseiten zeigen, scheiße. Außer von hinten. Er hat nicht meine Oma-Unterhose fotografiert. Das war immerhin nett. At least something. Wir sind jetzt in der Halle. Ich sehe zumindest schon mal absolut sportlich aus. Ob ich das auch sein werde, weiß ich immer noch nicht. Mhm. Ich werde auf jeden Fall immer unsicherer, weil ich die ganze Zeit höre, was die anderen Menschen alle für Taktiken haben. Und ich habe halt gar keinen Plan. Mhm. Aber immerhin sehe ich sportlich aus. Ich habe einen strengen Kopf. Das heißt sportlich. Ich habe meinen ganzen Schmuck abgenommen, das heißt auch sportlich. Ja, aber mehr weiß ich halt auch nicht. Aber das ist die Halle. Die haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Tip, top, top, top. Nicht gleich. Ist das Event nicht schon lange her? Wie kommt es, dass du das Video erst jetzt schaust? Also, das Video ist halt vor 2 Tagen online gekommen. Ich hätte es ja auch vorher schon geschaut, aber also es ist ja gerade erst online gekommen. Ne? Und das ist ja gerade erst online gekommen. Ne? Und also deshalb kann ich es ja quasi erst jetzt schauen, das Video, weil es ist ja also gerade vor 2 Tagen dann so. Deshalb ist es ja quasi dann erst online. Also ja, genau, ja. Da sitzen die anderen Verliererteam, aber mehr gibt es eigentlich gerade nicht zu erzählen. Ist das links Stefan Raab? Ja. Das war mein Wurf, by the way. Das war mein Wurf. Ich habe versucht, sie im Kopf zu treffen. Ich gebe es zu. Ja, es tut mir leid. Die Proben sind jetzt vorbei, Leute. Ich habe richtig Bock auf morgen. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich habe so lange kein Dodgeball, heißt es, glaube ich, mehr gespielt. Ja, ja, ja. Ich muss mich umgewöhnen, das jetzt richtig zu sagen. So ist es richtig. Ich wusste, dass man das nicht mehr sagt. Also, es tut mir leid, dass ich das am Anfang des Videos die ganze Zeit einfach falsch gesagt habe. Aber ich habe so lange kein Dodgeball mehr gespielt und es hat so viel Spaß. Was denkst du, wie viel ist dein Immobilienimperium wert? Angabe bitte in Mayonnaisengläsern als Einheit. Glas Mayonnaise, was kostet das? Gute 2,50 Euro. 7,50 Euro. Alle Gläser, sagen wir jetzt mal so. Ja, 2 Euro? Keine Ahnung. 7,5 Millionen Mayonnaise-Gläser. Mit Pfand ist da drauf dann? Weiß ich nicht. Spaß gemacht. Das war wirklich früher mein absolutes Lieblingsspiel in der Schule. Und ich freue mich einfach unnormal. Wir werden die morgen alle abziehen, hoffentlich. Weil ihr wisst, ich bin eine kompetitive Alte und ich kann halt nicht verlieren. Kompetitive Alte ist crazy. Wenn mir etwas Spaß macht und wenn ich gewinnen will, dann will ich gewinnen. Und dann will ich auch richtig gewinnen. Ja, klar. Und das ist morgen auf jeden Fall der Fall. Ich bin jetzt auf jeden Fall auf dem Rückweg aus Düsseldorf direkt nach Köln zum Geburtstag von Jenny. Jenny hat nämlich heute Geburtstag. Mhm. Und eigentlich wäre ich in Düsseldorf geblieben und hätte noch mit Red Bull so ein Dinner gehabt und sowas. Aber ich kann den Geburtstag einer meiner besten Freundinnen natürlich nicht ausfallen lassen. Deswegen. Doch, kann man. Wenn es umsonst Essen gibt, Digga, dann scheiße ich auf meine Freunde. Wenn ich irgendwas umsonst bekomme, Bro, scheiß drauf, ob du heiratest, ob du Geburtstag hast. Wenn ich bei dir nicht wenigstens einen gleichwertigen Gegenwert bekomme, sind wir keine Freunde. Also, oder Chat? Wenn es was umsonst zu essen gibt, W, oder? Das ist das Mindset. Deshalb bin ich reich geworden, weil ich überall was umsonst mitnehme. Bro, ich bin der Typ, der macht im Hotel in jedem Zimmer die Shampooflaschen leer, packt das in eine eigene Shampooflasche, verkauft das im Internet. Ich bin doch nicht dumm. Digga, wer braucht Freunde? Die kosten Geld und Zeit. Versteht ihr, was ich meine? Und was will ich in meinem Leben mehr haben? Mehr Geld und mehr Zeit. Denk doch mal nach, Digga. Denk doch mal nach. Also. Deswegen bin ich jetzt schnell hergedüst und komme zwar ein bisschen zu spät und muss auch ein bisschen früher wieder gehen, weil ich noch wieder zurück nach Düsseldorf muss, weil ja morgen erst das Event ist. Aber ich gehe jetzt mit Jenny und ihren Freunden, ich weiß gar nicht, wer alles kommt, aber mit Jenny und allen Leuten, die sie eingeladen hat, noch essen. Ich hoffe, dass ich jetzt ganz schnell einen Parkplatz finde, weil ich bin schon zu spät. Ich muss nämlich gerade noch Sachen packen und alles. Oh Gott, ist das stressig. Ist das stressig. Eieieiei. Vollkommen egal. Hauptsache, ich komme irgendwann an. Happy Purzeltag, liebes Geburtstagskind. Das fragt mich jeder die ganze Zeit. Die ist mega. Die ist der Hit. Die ist neu, oder? Ja, die ist neu und die ist mega cool. Die hat super Qualität, obwohl sie so klein ist. Ich bin dumm. Hoffentlich hat sie bei dem Geburtstag bezahlt, sonst lohnt sich wirklich nicht. Weißer Lukas, danke für die Tier 1. Klein ist gut. Nee. Bin offline bis zum nächsten Stream. Wir sehen uns in 3 Monaten, mein Lieber. Nicht immer. Aber bei der Kamera schon. Aber danke für die Glückwünsche. Ja, das sieht sehr schön aus. Dieser Ballon. Der Ballon sieht auch sehr schön aus. Ich wusste gar nicht, dass ich dir den geschenkt habe. Aber Doreen hat das entschieden, dass wir den auch schenken. Ich bin extra nochmal los, so richtig im Schwitzen. Richtig im Schwitzen. Am Neumarkt mit meinem letzten Kleingeld. Wann machst du den Bart weg, machst die kürzere Haare und färbst die wieder gelb und machst Minecraft-Videos?
Ich denke mal, das kommt so mit 36, 37, so um den Dreh, wenn dann wirklich die Midlife-Crisis hittet und ich versuche zwangshaft jung zu werden und mich mit Botox-Füllern komplett kaputt gespritzt habe, Chat. Das wird, glaube ich, eine geile Zeit. Das wird geile Zeit. Was steht auf deinem Armband? Steht gar nichts drauf. Das ist nicht, das ist einfach Armbänder. Gleich mit dem, wir können damit nicht. Aber sonst spielt sie nicht den Geburtstag. Du musst den halt jetzt den Rest des Abends mitschleppen, Jenny. Julia ist so ein Smash oder Revi, ja, absolut. Also, das ist ja keine Frage. Sonst noch Wünsche? Ein Pferd? Und ja. Na, wir haben doch einen Unicorn. Prinz kriegen auch so. Ja, ist auf jeden Fall schon Essen angekommen. Sieht absolut deliziös aus. Wir sind in Köln in dieser Vegan. Wir sind in dieser Vegan Junkfood Bar. Und da habe ich mal Durchfall von bekommen. Ich habe da mal bestellt, habe mal von dieser Vegan Junkfood Bar wirklich Durchfall bekommen, weil so vegane Hotdogs, Digga, und das hat mein Verdauungsapparat so auf den Kopf gedreht, dass mir wirklich die Scheiße fast aus den Ohren rausgelaufen ist. Das war wirklich gottlos. Ich musste 13, 14 Klopapierrollen abwischen, bis ich irgendwann von meiner Toilette runterkam und irgendwann einen sumpfigen Schlammarsch wirklich sauber bekommen habe. Also das war geisteskrank. Digga, keiner hat gefragt, wieso erzähle ich das immer? Dementsprechend ist hier auch alles vegan. Hast du jetzt gerade gefragt, ob da jetzt kein Fleisch drin ist? In der Vegan. Ja. Achso, ich darf es nicht sagen. Geh da so gerne hin. Haka steht, okay, auf, Haka steht auf Durchfall. Es ist Matchday. Sind Sie bereit? Was ist das denn? Den haben wir von der AGE bekommen. Das ist Mo. Der ist in einem Programm bei der Kölner AGE und macht bei so Events manchmal mit. Sparkraft, Dankeschön für den Prime. Mann! Ey, in diesem Vlog wurde schon 15 Mal, glaube ich, gefragt, was das für eine Kamera ist. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Die ist cool, Alter. Ja, die ist mega cool. Sieht schlimm aus ohne Mütze. Nein, siehst du nicht. Sie ist sportlich und agil und. Ich sag jetzt, wir werden heute gewinnen. Wir werden hoffentlich gewinnen. Aber eigentlich haben wir wirklich gut gekauft. Wir haben so aus welchem Labor ist der ausgebrochen? Achso, nee, der kommt aus Dresden. Der sieht einfach so aus. Team, Mo ist auch richtig krass. Es war nach 2 Minuten Deluxe geschwitzt, der Mann. Dankeschön. Aber das heißt, er strengt sich an. Das gehört dazu. Ja, ich war so gar nicht geschwitzt. Das heißt, ich habe nichts getan. Komm, wir gehen uns aufhören. Okay. Völlig losgelöst von der Erde fliegt das Raumschiff. Und jetzt Hugo! Völlig schwerelos. Ich will nach Hause. Ist das Videograf? Boah, der war krass. Aber noch ein bisschen schneller geht. Komm her, jetzt. Boah. Was ist ein Basti-Kopf? Das ist ein Basti-Kopf, den brauchst du. Warum brauche ich den? Das ist ein crazy Crossover. Basti Gear GX Julia Beauty. Ich bin dumm. Never in my life, hätte ich gedacht. Den muss ich was? Den musst du aufkleben. Aufkleben? Ja. Und dann bin ich dann Teil irgendeiner Sekte? Du musst jedes Mal, wenn wir gehen, musst du draufküssen. Ja, so, oh. Okay. Aber bin ich dann Teil irgendeiner Sekte? Ich denke, es ist ungefähr so. Schwörst du? Ja. Ja, wie geil ist das? Kann ich dir vertrauen? Ja. Okay. Dann mache ich das. Das können wir nicht jedes Mal machen. Irgendwie bist du der Einzige. Nein. Sag's dir auch vorher. Ja. Sag einfach Trick. Stimmt, er auch. Auf. Na gut. Dann mache ich mit. Ich weiß zwar immer noch nicht, was das bedeutet und was das ist, aber das ist ein crazy Crossover. Sieht aus wie ein Minecraft-Cop. Es ist ein Minecraft-Cop. Ist das richtig? Hast du mehr Kinder oder Immobilien? Ich kann beides leider nicht mehr zahlen. Erzählen, es tut mir leid. Ich bin einfach smart, Leute. Ich bin einfach smart. Julia! Verpiss dich! Ja, genau da ist gut. Hey, du gehörst hier nicht her! Es geht los! Es geht los! Es geht los! Man riecht's! Es kann dennoch, wenn man auf diesen Item steht, ab Juli auf uns alleine den Verkehr regeln. Da dachten wir noch, wir haben keine Chance, aber dann, Chat. Julia, lebt das Ganze hier noch für Team Revi? Papa Platte, die sind nämlich im Besitz von 2 Wellen. Alles vorher aufgetickt. Super gemacht, das ist erlaubt mit dem Ball. Und ein bisschen auch mit dem Fingerknöcheln darf man die Bälle wegbomben, ja? Den habe ich jetzt, da muss ich jetzt sagen, den habe ich nicht verstanden. Habe heute auch eine ADHS-Diagnose bekommen. Heißt das, ich bin jetzt ein Arschloch? Höchstwahrscheinlich ja. Nochmal, Julia ist extrem gut beim Ausweichen. Und jetzt ist sie getroffen,
Schiedsrichter hast du, wir spielen gegen Schiedsrichter. Trotzdem gewinnen wir alles. Und trotzdem gewinnen wir. Den Sohn Unterhalt bezahlen oder ein paar lecker Bierchen. Sag schnell Bescheid, Gehalt ist da. Also erstmal wird es kein Gehalt gewesen, sondern eine 450 Euro Bürgergeldüberweisung vom Arbeitsamt, Punblade. Ne? Und zweitens ist die Antwort ganz einfach. Gib dir hier einfach Subs und geh mit dem Restgeld, den du hast, ins Casino und trink dir lecker Bierchen rein. Ist doch klar. Also Sohn Unterhalt bezahlen, bist du dumm? Digga, der wohnt nicht mehr bei dir, du bist nicht verantwortlich. Denk mal drüber nach. Ey, wir haben jetzt einfach, ich glaube, wie viel haben wir jetzt gewonnen? Noch haben wir nicht gewonnen, wir müssen noch einen. Aber wie viele haben wir? Das ist 1-1. Es ist 1-1 erst. Ja. Ja. Ey, das ist zu früh, das ist zu früh. Lol. Wieder weiter, wieder weiter. Ich dachte, es ist jetzt... Weiter. Aber die haben uns... Einfach weiter pochen. Okay, nochmal. Das war so crazy. Ja, zweimal zu holen, wirkt natürlich auch ein brutales Risiko. Da bist du anfällig für den Hit. Top 5 Most Respect Moments in Sports. Alter, also, da feierte sie aber ganz schön, na egal, ich sag nichts. Egal, Chat. Es ist egal, Man redet einfach nicht mehr, Aber Julia, crazy gut gespielt, no joke, richtig, richtig stark, no joke. Im Endeffekt hat er ja trotzdem verloren und ist direkt aus der Arena nach Hause gefahren, weil er beleidigt gewesen ist, na und? Wie immer nach gut 2 Minuten. Achso, welchen Platz wir geworden sind? Welchen Platz wir bei dem Turnier gewonnen haben? Also welchen Platz wir bei dem Turnier gemacht haben? Ja. Ich bin also dumm. Welchen Platz wir gemacht haben, wolltest du wissen, ja? Ja. Hm. Welchen Platz wir gemacht haben? Welchen Platz wir quasi geholt haben? Ja, genau, ja. Ich bin dumm. Welchen Platz ich bei den Motorgames und Papa Platte gemacht habe? Ja. Nee, klar. Nee, gut, dann haben wir es doch, Chad. Dann haben wir es doch. Ihr guckt den Gewinner zu. Ja, klar. Unverdient, du hast das Wort falsch geschrieben, du kriegst einen Bann. Ja, es ist so hart, Chad. Julia ist unglaublich stark in der Defensive. Geil. 2-4, Team Leben in Unterzahl. Nochmal, Julia macht ein überragendes Turnier hier. Ja! Das war nicht getroffen. Guck mal genau hin. Ja, man sieht, wie der Ball vorbeifliegt und nur den Zopf berührt. Gigadumm. Gigadumm, dass das gezählt hat. Naja, egal. Das war so ein geiler, kranker Moment, Mann. Das war crazy, Mann. Das war wirklich, wirklich, wirklich crazy. Einfach, also unfassbar geil. Man sieht die Pokale nicht im Hintergrund. Alles gut, ich bin nicht Mickey. Ich habe noch mehr zu bieten als Pokale. Er hat Julia wirklich krank gespielt, ehrlich jetzt. Wer hat gewonnen?
waren wir. Das waren wir, und zwar in jeglicher Hinsicht. Wir haben jeden Pokal mitgenommen, den das ist crazy. Gab. MVP und Turniersieger. Ja. Ich glaube, Papa Platte rechnet immer noch nach, ob sie das Finale schaffen können. Papa Platte ist seitdem nicht mehr derselbe. Der Mann ist gebrochen, wirklich. Ja, einfach crazy. Ey, es hat auch nochmal Bock gemacht. Es war richtig geil. No joke. Vielen Dank, dass ich im Team sein durfte. Hey. Kranke Spielleistung, das Ding hast du. Du bist der Grund, warum ich schon seit 10 Jahren 5 davon verheiratet in einer glücklichen Beziehung bin. Alles wegen dir und deiner Kraft. Glaube, so hieß das Projekt. Nein, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Du hast nicht auf einem Minecraft-Server von mir und Sven deinen Ehemann oder deine Ehefrau kennengelernt. Das ist crazy. Lilo, ich nehme an, du bist eine Frau. Das ist crazy. Das ist crazy, Mann. Digga, wieso werde ich zur Hochzeit nicht eingeladen? Beim Fischeangeln kennengelernt ist crazy. Nein, warte mal. Pastilo. Bist du mit ihr zusammen? Hä? Nein, bin ich nicht. Nein, nicht ich. Haha. Yes, weiblich, doch, das stimmt. Beim Fischeangeln auf einem Server, das ist crazy. Das ist crazy. Ich habe meine Depression auf dem Server kennengelernt. Ja, Get Down hat uns alle gebrochen. Crazy nice. Crazy, crazy nice. Ey, ganz viel Glück. Richtig, richtig nice. Geile Story. Hey, ihr müsst mal überlegen, dass ihr euch kennengelernt habt auf einem Minecraft-Server von mir. Wie cool. Wie krass einfach. Hast du verdient. Glückwunsch. Vielen Dank. Es war ein Fest, es war wundervoll. Wir gehen jetzt zur Aftershow-Party, das sollte ich besser nicht mehr filmen. Hab euch ganz so lieb. Tschüss! Ja, die Aftershow-Party sollte man besser nicht mehr filmen. Mit der Aftershow-Party hätte super funktioniert. Ja. Julia weiß genau, dass die Klicks laufen werden. Kommentar zur Aftershow-Party. Ja. Wir reden mit Julia. Ja, okay. Na gut. Moments after before Disaster. Hey, super Video. Daumen hoch. Ich schreibe Kommentar. Top. Top, top Video, top Entertainment, top, super, nee, wirklich super, top.